Moin, ich bin wieder unterwegs mit Packtaschen, Zelt und allem. Diesmal bin ich aber nicht in Dänemark, noch nicht mal in Norddeutschland, sondern ziemlich weit im Süden. Ich stehe hier in Bayern, genauer gesagt in Memmingen. Und hier will ich heute meine kleine Radreise, circa eine Woche, 5 Tage bis eine Woche habe ich eingeplant für einen richtig tollen Radweg. Weil hier in Memmingen ist seit neuerdings noch ein richtig schöner Radweg durchgekommen, geplant worden, umgelegt, denn ich fahre die Radrunde Allgäu. Normal führte sie erst nicht hier durch, aber sie haben sie nochmal verlängert um 20 Kilometer und er führt jetzt hier durch Memmingen. Das ist mein Start- und Zielpunkt auf einen richtig tollen Radweg, würde ich mal sagen. Da freue ich mich richtig drauf. Das ist wirklich der Radweg, den ich unbedingt mal fahren wollte und garantiert auch nur bei schönem Wetter, um die Panoramen zu genießen. Ja, Urlaub steht, meine Urlaubsplanung stand ja schon lange fest. Man hat das Datum fest geplant. Ja, und ich habe richtig Glück. Also es soll richtiges Traumwetter werden. Sommerwetter, erst noch nicht so warm und dann mache ich ein bisschen mehr Hitze, aber Sonne pur. Heute vielleicht noch mal ein paar Wolken. Ein Schauer ist heute noch nicht ganz ausgeschlossen. Aber ich glaube, viel Regen kommt da heute nicht mehr und auch die nächsten Tage nicht mehr. Und das ist das richtig perfekte Wetter, um diesen Radweg zu fahren. Dass ich so ein Glück habe, echt, oh, so klasse. Letzte Woche war hier fast nur Regen, Gewitter. Und jetzt ist das schöne Wetter hier und ich bin auch hier und kann diesen tollen, tollen Radweg fahren. Ja, ich stehe jetzt hier noch am Rande von Memmingen, muss noch rein in die Stadt und mir den Radweg suchen. Das sind ungefähr 475 Kilometer jetzt, über 4000 Höhenmeter. Ja, ich lasse mir Zeit, ich weiß nicht, wie viel ich schaffe, kann ich gar nicht sagen, ob das 100 Kilometer werden oder nur 50 oder das ist echt schwer zu sagen bei diesen Höhenmetern, wie gut ich jetzt drauf bin. Das weiß man erst, wenn man losgefahren ist, aber das ist echt ein Traum. Das ist der Radweg, den ich unbedingt mal fahren wollte und heute wäre das Wirklichkeit. Ich hatte schon eine langere Anreise, aber jetzt geht's weiter. Ich bin richtig motiviert, diesen Radweg zu fahren und das bei dem Wetter. Ach, klasse. Es wird bestimmt sehr schöne Bilder geben. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei.
auf geht's. Jetzt bin ich hier im Zentrum von Memmingen, mittendrin. 3 Kilometer bin ich hierher gefahren und jetzt geht's los. Hier ist mein Start- und Endpunkt. Früher ging das nur bis Otto Beuren ungefähr und dann ging er wieder Richtung Süden. Jetzt haben sie nochmal 20 Kilometer ran gehabt. Memmingen gehört zum Allgäu, also auf jeden Fall mit dabei und gehört jetzt auch zu meiner Route. Ist mein Start- und Endpunkt, wird das sein, ja, für die nächsten 475 Kilometern. Viel zu sehen gibt's bestimmt. Ich weiß es noch nicht mal ganz genau, welche Klöster, Kirchen, was es alles so kommt. Keine Ahnung, Berge wird es geben. Auf jeden Fall Alpen, Seen, Flüsse, alles was Bayern so hergeben kann. Ja, es geht sogar auch mal nach Österreich rein und ja, Baden-Württemberg ist auch noch ein Stück Allgäu dabei. Das ist aber mehr das letzte Stück. Ja. 8 Uhr, beste Zeit zum Starten. Es ist aber jetzt schon ziemlich warm, richtig toll. Also ich freue mich drauf, es geht jetzt im Uhrzeigersinn weiter Richtung Otterbeuren, Bad Wörishofen, Kaufbeuren und so weiter und so fort. Ich weiß ja nicht, wie weit ich komme. Es wird viele Höhenmeter, vielleicht heute noch nicht die stärksten, aber es ist schon mal ein guter Start. Also auf geht's auf die Radrunde Allgäu. Ich glaube, ihr seht das nicht, aber Alpenblick. Ich sehe, die Berge ist etwas diesig, aber auch noch Schneeflächen. Ich will gar nicht sagen, welcher Berg das jetzt ist. Wow. Aber der erste Blick in die Alpen. Krass. Ich bin jetzt 10 Kilometer gefahren. Ich merke, ich habe mir doch ganz schön was aufgeladen. Ich soll mir echt abgewöhnen, so viel zu essen und zu trinken mitzunehmen. Ich kann ja jederzeit kaufen. Wow. Es ist jetzt schon wieder super warm, aber es sind erst 15, 16 Grad. Was soll da erst noch werden, wenn die ersten richtigen Steigungen kommen? Aber egal, irgendwie schaffe ich das. Aber der erste Blick, grandios. Verdammt, jetzt habe ich ein Problem. Ja, ich war so dämlich, ich bin in die verkehrte Richtung gefahren. Ich habe den Trecker zur Runde, verkehrte Richtung. Oh, Otto Beuren ist da drüben. Ja, habe ich jetzt ein Stück abgekürzt, ich dämlich. Ja, aber ich will jetzt nicht nach Leutkirch. Ich will erst Otto Beuren und so machen. Ah, scheiße. Naja, dann muss ich mir erstmal einen Weg suchen nach Otto Beuren. Ich bin so dämlich. We'll be right back.
So, jetzt habe ich die richtige Richtung wieder zu fassen. Oh, nicht zu fassen, dass ich in eine verkehrte Richtung gefahren bin. Trottel. Mann, bin ich. Naja. Ja, ich habe das ja hier nur als Track drauf und nicht als Routenanweisung. Das ist eigentlich nur ein Strich hier auf der Karte. Es langt mir sonst auch immer. Aber anscheinend waren in allen Richtungen Otto Beuren ausgeschildert und dann bin ich einfach gefolgt, ohne auf das Navi zu gucken. Oh Mann. Und auf einmal war Otto Beuren weg. Dann ging es in eine andere Richtung. Deswegen habe ich es gemerkt. Ich bin hier irgendwie verkehrt und dann gucke ich drauf. Oh. Aber ich hatte mich eingefuchst, in Uhrzeigersinn zu fahren. Deswegen wollte ich das auch. Es war jetzt keine schwierige Strecke hier über den Berg. Es war bestimmt ungefähr die alte Strecke, wie es früher mal war. Jetzt habe ich ja doch das oben verpasst, nördlich von Memmingen. Ja, vielleicht sind da keine großen Highlights, aber der Radweg, ja, ein Bahntrassenradweg ist das jetzt hier. Günztal, weiß nicht, wie lange er jetzt ist oder wie er war hinter mir. Ja, ein paar Kirchen und so habe ich verpasst, dafür bin ich jetzt durch Lachen gekommen. Ist auch ein gutes Ohm. Kilometer, ja, 451 noch. 23 habe ich, also es ist ungefähr gleich geblieben. Ja, verdammt, aber ärgerlich ist es trotzdem, bin ich nicht ganz auf Original gefahren, aber naja, passiert ist ja nichts. Also kann es weitergehen. Richtung Otto Beuren komme ich jetzt. Hoffe ich zumindest. Bin ich doch endlich in Otto Beuren angekommen, über Umwege. Aber jetzt bin ich hier. Och, jetzt geht's weiter nach Bad Wörishofen, hoffe ich doch. Wieder einmal hochgekämpft. Sind ja noch keine Langberge, aber 10% zack auf Schlag. Einmal voll über den Berg geradeaus. Oh, der nächste wartet, glaube ich, auch schon da drüben. Aber es ist wunderschön. Man hat hier oben immer eine tolle Aussicht. Und der Wind ist heute etwas stärker. Oh, der ist so richtig schön kühl. Richtig schön ist genau das Wetter. Wäre sogar wieder ein bisschen zu warm, aber meckern wollen wir jetzt nicht. Ich bin nicht weit gekommen. Es ist eine Pause angesagt. Hier sind immer so eine schöne Bänke, tolle Aussicht. Boah, jetzt habe ich auch Hunger.
11 Uhr erst 40 Kilometer geschafft. Ach, gerade noch wieder so ein Berg hochgekraxelt hier. Schön. Oh, so ein schöner kühler Wind. Oh, erstmal Pause. Oh. Das war gerade ein ordentliches Auf und Ab gerade. Boah. Aber das Ab war natürlich am schönsten. Über 50 km/h darunter zu pesen. Boah, was ist auch die Höchstgrenze? Da wird dann doch anders, wenn es so schnell wird mit dem schweren Gepäck hier. So, hier ist es mal endlich wieder ein bisschen flacher. Von Bad Wörishofen war noch irgendwie 8 Kilometer. Auch nicht mehr so weit. Auf 50. 52 Kilometer habe ich schon hinter mir. Abgeknabbert von dem ganzen Weg hier. Wörishofen, ganz schnell durch, da war echt die Hölle los, ist ja klar bei dem Wetter. Alles ist auf, Biergarten ist auf, ach, die Leute kommen raus, ach, schön. Und hier, ich weiß gar nicht, was das ist hier, kein Raps auf jeden Fall, bisschen gelb. Ach, jetzt geht's Richtung Süden, ich habe mal richtig abgebogen, dass es Richtung Süden geht. Ich glaube, immer ein Flüsschen entlang, Richtung Kaufbeuren erstmal jetzt hier. Das ist richtig schön hier, auch wenn jetzt noch nicht die Alpen zu sehen sind. Gerade gesagt, kein Alpenpanorama, jetzt ist es voll zu sehen. Das ist etwas diesig, mit der Kamera noch nicht so richtig einzufangen. Aber ich habe die Berge vor mir her. Man sieht auch den Schnee da oben drauf. Aber es ist noch ein ganzes Stück dahin. Ach, müssen die Tannheimer Berge sein, Richtung Füssen. Da fahre ich hier drauf zu. Aber das ist noch ein ganzes Stück. Wow, gerade ein ganz toller Abschnitt hier. Immer hier an dem Flüsschen, das ist die Wertach. Oh, richtig toll. Zum Glück auch jetzt hier so ein bisschen im Schatten. Sehr schön. Oh, so macht das Spaß. Keine Berge hier zwischen.
keine große Steigung. Es geht so langsam, aber stetig immer bergan. Ist ja klar, wenn man dem Fluss folgt. Aber ja, richtig schön. Eis geht immer. So, jetzt bin ich hier in Kaufbeuren, ein sehr gutes Pflaster, wollte einen kleinen Schnelltest machen, negativ, hoffe ich doch, dass sie es richtig gemacht haben. Und ja, ein Eis war auch drin, richtig gut getan. Hier kann ich jetzt zeigen nochmal, wo ich jetzt bin, was ich heute auch verkehrt gemacht habe zum Beispiel. Wemmingen bin ich ja gestartet, bin ich hier runtergefahren statt da oben und dann bin ich hier über Lachen. Hier rüber gefahren. Etwas verkehrt, aber naja, habe hoffentlich nicht das Schlimmste, Beste verpasst. Und dann geht es hier weiter. Bad Wörishofen, Kaufbeuren bin ich jetzt. Und jetzt geht es nach Marktoberndorf. Und dann hier runter Foggensee. Da würde es auch einen Campingplatz geben. Mit einem negativen Test ist jetzt alles offen. Ja, aber hier ist auch so eine Gegend, wo nicht viel los ist. Hinter Marktoberndorf, da kann man auch gut, glaube ich, wild campen. Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten. Eine Dusche wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja, das muss ich noch entscheiden. Aber ich fahre erstmal nach Marktoberndorf und dann schaue ich mal, was ich noch so erreichen kann. Es ist ja erst 14 Uhr, kurz nach 14 Uhr. Also ist alles möglich. Vorne ist Marktoberndorf und dahinter das Panorama der Alpen. Wow, war noch ordentlich Schnee teilweise da oben. Aber so hoch werde ich nicht kommen. Aber irgendwo da hinten, hinter Marktoberndorf, da ist ja noch der Foggensee. Ich weiß noch nicht, ob ich da hinfahre. Es ist echt warm, man könnte auch gut bald Schluss machen, aber ich bin echt gut vorangekommen. Ja, es ist mit die einfachste Etappe auch. Aber es ist einfach toll zu fahren. Mit so einem Ausblick geradeaus, einfach nur genial.
Das war's mit Markt Oberndorf. Da war gar nicht viel zu sehen. Auch die Strecke jetzt hierher war nicht so toll und man wurde auch außen rum geführt. Man musste schon direkt reinfahren und nicht auf der Route. Boah. Ein Schauer ist da, aber der zieht vorbei. Dadurch ist es etwas kühler geworden. Jetzt komme ich hier wieder raus. Jetzt geht es mehr ins Grüne. Boah, mal sehen, wo ich lande. Das ist immer noch früh. 20 vor 3. Das ist ja so früh. Aber ich weiß nicht, ob ein Campingplatz überhaupt Platz hat. Ist ja doch sehr überlaufen in letzter Zeit. Ja, werde ich sehen. Sonst, ja, irgendwo pennt man immer. Aber ist gerade angenehm kühler geworden. Ich bin wieder froh, dass die Sonne mal weg ist. Also, Mann, war ein Unterschied immer mit diesem Wetter. Ja, irre. Kilometer 100. Das hätte ich nie gedacht, dass ich es schaffe. Auch wenn das heute mit einer der leichteren Strecken war. Aber wow. 100 Kilometer schon wieder. Leute, mal sehen, wie weit ich noch muss. Ich fahre hier gerade auf so einen tollen Radweg, so eine Bahntrassenradweg, der Lechbruck-Radweg heißt er, auf den auch die Radrunde führt. Immer voraus die Alpen, richtig toll. Leider hier an der Bundesstraße teilweise, aber auch mal ein bisschen weg. Aber es geht nur leicht immer bergan und wieder berg runter. Nichts Schwieriges, richtig toll. Und Rückenwind, das ist auch noch gut. Wow. Ich bin jetzt hier hinter Rosshaupten, guck auf die tollen Berge. Dort geht es gleich runter zum Foggensee. Mann, ich bin so weit. Ich werde mal gucken, wo ich jetzt unterkomme. Es ist zwar immer noch früh, aber muss ich sagen, ich habe keinen Bock auf Wildcampen. Ich könnte gut eine kalte Dusche haben. Das klebt alles, aber werde ich sehen. Aber das ist echt toll. Was für ein Wetter. Boah, mal schauen, was kommt. Thank you.
Ich habe richtig Glück gehabt. Was heißt Glück? Es ist eigentlich gar nicht so viel los. Ich dachte, das wäre alles so ziemlich voll. Es sind natürlich noch keine Ferien, aber wie ihr seht, ich habe ein gutes Plätzchen gefunden. Da unten. Da ist der See. Ich bin direkt am See, aber hier ist noch so eine Steilküste. Ich glaube, da irgendwo da hinten kann man runter an ihn dran. So. Ich habe das jetzt bloß erstmal grob aufgebaut, reingeschmissen. Mal gucken, was ich denn noch mache. Ja, Hunger kriege ich jetzt langsam. Trinken könnte ich auch noch mehr. Mal schauen, ob wir noch was im Kiosk haben. Ich habe jetzt unterwegs gar nichts eingekauft, was gut ist. Naja, ich schaue noch mal. Ich packe jetzt schnell alles rein, gehe noch mal nach vorne oder fahre noch mal nach vorne. Es geht ja schneller. Naja, schauen wir, was die noch haben. Also bis gleich. Ich habe es ein bisschen eingeräumt. Luftmatratze aufgepumpt. Ja, und hier habe ich nur so einen Hüttenschlafsack, weil manchmal ist mir auch der Sommerschlafsack etwas zu warm. Vielleicht geht das ja. Oder wenn es in der Laufe Nacht doch zu kalt wird, kann ich ja immer noch tauschen. Ja, beim Kiosk war ich gerade. Ein Siegerradler, zwei Siegerradler. Ach, geh gleich duschen. Das ist echt nötig. Uiuiui. Und das ist noch nicht mal der heißeste Tag heute. Ich stelle mich mal hin hier. Moment. Einen Moment nochmal. Zack. Ach man, der Untergrund ist nicht so toll. Oh ja, das war echt sehr toll. Was für ein Tag. Oh, so abgeschlossen so. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich hier einen Platz finde. Und man hört ja immer nur, das ist alles voll, übervoll. Campingplätze sind überlaufen und dann ja, komme ich hier hin. Jo, kein Problem, Platz ist genug. Echt geil. Was für ein geiler Abschluss. Wow, das waren 114 Kilometer. Leider etwas am Anfang habe ich ein bisschen versagt. Verkehrte Richtung gefahren, nicht ganz die Originalroute. Oh, verdammt, da ärgere ich mich so jetzt so ein bisschen, aber ich glaube, Großartiges habe ich dadurch nicht verpasst. Die Kilometer bleiben das gleiche. Wetter war heute grandios. Bis auf der Wind, der war ein bisschen stark, aber als Nordlicht bin ich das ja gewöhnt. Ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter es war, aber eigentlich noch eine leichte Etappe. Wow, kaum zu glauben. So weit, ich hätte gedacht, Markt Oberndorf, vielleicht ein bisschen dahinter. Aber mehr auch nicht. 80 Kilometer. Jetzt 114. Boah, morgen geht's weiter am Fockensee, Füssen, Hopfensee, Fronten, dann nach Österreich rein und dann werde ich wieder sehen, wo ich lande morgen. Aber naja, erstmal den heutigen Tag noch im Kopf schweren lassen. Das war richtig geil. Richtig toll. Bis auf das Stück Kaufbeurenmarkt Oberndorf fand ich, das war so ein bisschen, man hatte zwar immer das Alpenpanorama so ein bisschen, aber es hat es nicht rausgeholt. Boah, gegessen habe ich jetzt eigentlich noch nicht viel. Ich habe einmal unterwegs so eine kalte Cola gekauft im Markt Oberndorf, schnell und ein kleines Schnittchen, aber ganz schnell reingedrückt, das habe ich nicht mal gefilmt. Also ich habe fast gar nichts gegessen, nur einmal die eine Pause da. Aber jetzt kriege ich auch Hunger, ich werde was kochen. Ja, es wird Nudeln mit Tomatensoße und einen kleinen Salami. Also es wird nichts Weltbewegendes, was ich hier auch zeigen muss. Aber das Siegerradler, das brauche ich unbedingt. Ich habe so viel getrunken, ich habe zweimal nachgefüllt, 0,75 unterwegs. Ich habe immer noch andere Getränke auch noch dabei. Und jetzt das noch, ist noch mal ein halber Liter und da ist noch ein halber Liter, der gebe ich locker noch rein. Okay, das Siegerradler erstmal öffnen. Oh, geil. Wow. Das werde ich mir zu Genüte führen. Ich werde bestimmt nachher nochmal am See gehen. Dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal, ob ich da was koche oder gleich hier schnell. Werde ich gleich mal schauen. Auf jeden Fall Dusche ist klar. Also, dann nochmal bis gleich. Prost. Thank you.
Gibt's was Besseres nach so einer langen Radtour am See, Alpen im Hintergrund? Hallo, das gibt's nichts Besseres. Ich hab's nicht so erwartet, dass ich hier hinkomme und jetzt sitze ich hier. Wow. Ja, zu essen. Wie gesagt, gibt's was Fertiges und noch eine Salami dazu. Richtig unheimlichen Hunger nicht. So mehr auf was Süßes. Aber da muss ich aufpassen. Und noch viel trinken muss ich, das merke ich. Wow, was für ein Tag. Aber der Stein hier, wo ich drauf sitze, ist auch noch ganz warm. Oh, es ist eine unheimlich schöne Luft gerade. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Oh, ein Traum. Ich wiederhole mich, glaube ich, aber was soll man sagen? Es ist einfach gigantisch. So weit jetzt gekommen zu sein. Nicht, dass ich zu schnell wieder zurück bin. Weil das Wetter spielt sowas von mit. Das wird immer besser. Morgen ist ungefähr dieselben Temperaturen. Es war 22, 23 Grad waren heute. Es soll Mittwoch, Donnerstag 27 bis 30 Grad werden. Sonnenschein pur. Unglaublich. Ich habe so ein Glück. Wow, richtigen Tag. Losgefahren. Jetzt sitze ich hier. Gleich gibt es was zu essen. Naja, dann melde ich mich nochmal. Ich muss mich erstmal wieder sammeln. Oh, die Dusche gerade eben, die hat so gut getan. Unglaublich. So gut getan, wie lange nicht mehr eine Dusche gut getan. Ich kann aber nur sagen, hier ist ein neues Waschhaus hingekommen. Das ist richtig toll, richtig klasse, richtig geräumig, richtig alles, was das Herz begehrt. Richtig klasse. Es ist einfach nur heftig. Ja, okay. Ich muss erstmal warten, bis das hier alles warm ist. Und dann, wie gesagt, melde ich mich noch einmal. Ja, sowas ist immer sehr schnell fertig, aber mir langt das so, ich habe nicht viel Bock zu kochen. Ich bin aber auch zwar an vielen Dönerläden und Hase und Imbisse vorbeigekommen, aber da hat man absolut keinen Hunger. Jetzt kommt das richtig auf, wo man jetzt ruhig wird, dann kriegt man den richtigen Hunger. Also zwischendurch, wie gesagt, habe ich echt nicht viel gegessen. Aber viel wichtiger ist ja trinken, deswegen gibt es dann natürlich noch einen Radler dazu, noch einen Siegerradler, denn auf einem Bein kann man ja nicht stehen. Richtig toll. Ah, was für ein toller Tag. Kann nur sagen, sehr zu empfehlen, auch wenn ich jetzt das erste Stück wieder verpasst habe. Aber war so jetzt schön. Es war wahrscheinlich das leichteste Stück. Das wollte ich auch so haben, um erstmal die Beine zu sehen, ob das überhaupt klappt. Ja, wenn nicht, dann hätte ich hier wieder zurückfahren können, abbrechen können. Aber die 13, 14, 50%, die mal kurz waren, das ging ja. Aber tolle Aussichten. Gut, Kinderkaufbeuren, das war nicht so toll. Aber das kann man nicht ändern. Das ist mal auch dabei. Aber ich glaube, ab jetzt wird es richtig toll. Ab nach Österreich wahrscheinlich morgen. Focken-See entlang. Hopfensee kommt da, Fronten, Tannheimer Tal. Ja, ob ich denn noch Wertheim, da kommt noch ein See und Nesselwang. Wie weit ich komme, kann ich wieder nicht sagen. Es ist halt schwer, aber ich wollte es ja so. Und das bei dem tollen Wetter, es ist echt. Wow, es ist nicht rot geworden, zum Glück. Das ist noch von zu Hause so ein bisschen, von der Dänemark-Tour. Ui. Da habe ich mich so gut eingecremt, da habe ich mich echt oft eingecremt, denn die Sonne steht jetzt am höchsten. Deswegen UV-Stufe 8 war gewarnt. Das merkt man auch richtig. Aber das habe ich also gewollt, das muss man ja auch bei schönem Wetter. Also wenn ich denke, was letzte Woche hier ein schlechtes Wetter war oder was man wenigstens so sehen konnte. Nachmittags immer viel Regen, Gewitter und jetzt alles trocken. Beste Sicht. Richtig schön noch angenehm warm. Was will ich mehr? Also zu meckern gibt es überhaupt nichts. Ich hoffe, ihr habt auch nichts zu meckern. Ich werde jetzt hier essen. Ob das langt, werde ich sehen. Aber wie gesagt, ich habe ja noch mehr Knabberkram da oben auf dem Campingplatz. Also ich hoffe, es hat dann gefallen. Doch dann bis zum nächsten Mal. Auf den nächsten Tag am Foggensee und so weiter auf der Radrunde.
Allgäu. Also, denn moin moin. Danke fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Oder ich will lieber nochmal sagen, wie sagt man ja, Servus. Also, auf Wiedersehen. Bis morgen. Tschüss.